Viele Menschen in den USA sind aufgewühlt, nachdem gleich zwei Schusswaffenangriffen an einem Wochenende mit 29 Toten. Einer der Todesschützen war offenbar ein rechter Rassist. Nun prangern viele wieder das Waffenrecht an und machen den Präsidenten für ein Klima des Hasses im Land verantwortlich. Der hat für heute eine Erklärung angekündigt. Dazu Thomas Feller. Ein Überwachungsvideo zeigt den Moment des Dayton-Anschlags. Schüsse fallen, Menschen stürzen zu Boden. Der 24-jährige Connor Betts feuert mit seiner Waffe, gestellt aus dem Internet, um sich. Sein Motiv ist noch unklar. Schon in der Schule war er durch eine Todesliste an der Wand aufgefallen. 9 Menschen sterben, auch die Schwester des Täters. Dann kann Betts von der Polizei erschossen werden. Hätte dieser Mann es in die Bar geschafft mit der Menge an Schuss, die er noch hatte, dann hätte es eine katastrophale Verletzten- und Totenanzahl gegeben. Doch Dayton in Ohio ist nicht das einzige Massaker an diesem Wochenende. Auch im texanischen El Paso trauern die Menschen um die 20 Opfer eines Todesschützen, ermordet in einem Einkaufszentrum von einem 21-Jährigen. Der Täter höchstwahrscheinlich Verfasser eines Online-Manifestes. Darin heißt es, dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas. Kritiker werfen Präsident Trump vor, mit seiner Rhetorik den Rassismus im Land zu befeuern. Wir haben einen Präsidenten, der in seiner ersten Rede Mexikaner als Kriminelle bezeichnet hat. Er ist ein Rassist und er führt den Rassismus. Der Präsident sieht vor allem andere Gründe. Die Medien tragen eine große Verantwortung für die Sicherheit in unserem Land, twittert er. Fake News haben viel zu Ärger und Wut beigetragen, die sich über Jahre aufgestaut haben. Die Berichterstattung muss fairer und ausgeglichener werden oder diese Probleme werden nur noch schlimmer. Gleichzeitig spaltet wieder eine Debatte das Land. Demonstranten fordern schärfere Waffengesetze. Für den Nachmittag hat der Präsident eine Erklärung angekündigt. Angeblich will er schärfere Waffengesetze mit einer rigiden Einwanderungsreform verbinden. Möglicherweise versucht er so, die beiden Massenmorde für ein politisches Manöver zu nutzen. Das könnte die Debatte noch deutlich verschärfen. Im Rennen um den